weiter die 30.000 Abonnenten-Challenge. Also macht euch mal die Mühe, meinen Kanal zu abonnieren oder auch mal andere Menschen zu abonnieren. Ich weiß, viele gucken bei mir immer, ohne dass sie ein Abo dalassen. Und das hat den einen oder anderen Nachteil. Und ja, ist ein schöner Respekt für meine Arbeit, wenn du dann mich abonnierst. Und genau. Vielleicht haben auch welche Lust auf eine Kanalmitgliedschaft. Das ist natürlich noch nicer. Und genau, heute geht es um Sicherheit beim Dating. Lieber Christian, ich verfolge schon länger deine Videoblogs und bin seit 2 Tagen von einer Männergeschichte mitgenommen. Ich bin seit fast 3 Jahren Single und zufrieden damit. In meinem Umfeld begegnen mir aufgrund meiner Kinder fast nur vergebene Männer, denen ich auch rigoros den Regeln vorgeschwungen habe. Im Gedanken, mal in Kontakt mit einem anderen Klientel zu kommen, habe ich mich bei Partnerbörse Turkmenistan angemeldet. Dort lasse ich mich anschreiben und den Mann die Sache vorantreiben. Ich kann nur raten, deine Datingkurse zu machen. Da sage ich zum Beispiel, dass entgegen sonstigen Dating empfehle ich auf Datingbörsen, dass die Frau lieber aussucht. Will ich jetzt hier nicht alles erklären, findest du in dem Kurs, aber genau. So war es auch bei ihm. Er fragte sehr zielstrebig nach einem Videodate, da wir rund 400 turkmenische Kilometer auseinander wohnen. Als er dieses kurz darauf vorverlegen wollte, lehnte ich ab und bestand auf dem ursprünglichen Termin. Vom ersten Blick an war eine beiderseitige Anziehung zu spüren. Er war ziemlich attraktiv und ich sagte ihm auch, dass ich seinen 3-Tage-Bart sexy finde. Also ich sage ganz ehrlich, wenn das eine Frau zu mir sagen würde, auf dem ersten Videodate, würde ich denken, es geht hier nur um Sex. Was ja nicht schlimm ist, aber wir kommen da später noch zu. Ich weiß nicht, ob du diesen Vibe geben möchtest. Wir beiden locker und selbstbewusst. Ich würde mal behaupten, voll in unserer Polarität. Wir sprachen etwa 1/2 Stunde. Er sagt unter anderem, dass er sich bewusst die letzten paar Jahre vom Dating ferngehalten hat. Also ich würde sowas ja immer nie glauben, aber vielleicht bin ich einfach zu misstrauisch. Ich würde im Online-Dating würde ich nichts glauben. Dann frage ich nochmal, wie lange er schon auf Parship ist. Und würde ich mal ein bisschen erläutern lassen, dieses, warum man dann jetzt plötzlich da ist und offensichtlich so gut damit umzugehen weiß. Und ich will nicht sagen, dass es nicht so ist, aber just saying. Ne? Was ich super fand, war auch ich die Phase als Bereicherung sehe. Nach 10 bis 15 Minuten fragte er, ob er zu Besuch kommen darf. Ich wusste noch nicht ganz, wie ich die Zeit habe, erklärte es am nächsten Tag und wir verarbeiteten ein Date für etwa 10 Tage später. Er wollte über Nacht kommen. Das könnt ihr mal schreiben in den Kommentaren, ob nur ich das so komisch finde. Also ich finde es echt super riskant. Als ich ihn fragte, wie er sich das mit Übernachtung vorstelle, sagte er, natürlich schlafe er in meinem Bett. Das finde ich persönlich übergriffig und würde ich niemals sagen, auf dem Video, auf dem ersten Videodate, weil ich davon ausgehen würde, dass es eigentlich die allermeisten Frauen komplett abschreckt. Und gucken wir mal, wie du das hier verarbeitet hast. Hier hat mein Kopf die Bremse eingelegt, da ich der Meinung bin, ich entscheide, wann und wem ich in mein Bett lasse. Jedenfalls nicht beim ersten Treffen ohne Hintertür. Okay? Ich sagte, dass er zunächst mal ein Wildfremder sei, von dem ich nicht mal die Telefonnummer habe und mir eine Vorabzusage beim ersten Treffen für mein Bett etwas so gewagt erscheint. Okay. Alles gut bis hierhin. Wir kommen zu Einzelheiten, kommen wir mal gleich noch. Ja, hier ist wieder Katze, hört auch mit. Zumal wir uns erst in der Kennenlernphase befinden. Du musst das überhaupt nicht begründen, da gibt's doch nichts zu begründen. Und ich mir etwas Zeit lassen möchte, dass ich Sex erst in einer Beziehung möchte. Also wenn man schon auf dem Videodate über Sex reden muss, es sei denn, wir sind hier Rambazamba, wir suchen alle nur Sex, Tinder und was weiß ich. Also vielleicht ist das heutzutage auch so üblich, ich weiß es nicht, könnt ihr mir gerne schreiben hier, dass man sich einfach für Sex verabredet, ich weiß es nicht, aber ich scheine mir nicht zu sein, das, was du eigentlich suchst. Ne? Nicht, dass da irgendwas falsch dran wäre, aber naja.
Und dass ich nicht von meinen Gefühlen trennen möchte, weil ich hinterher sonst schlecht anfühlt. Und ich war auch sehr deutlich, dass ich für Unverbindlichkeiten nicht zu haben bin. Ja, dann frage ich mich aber, warum du gleich sagst, dass er ein sexy 3-Tage-Bot hat. Weil das gibt dann einen völlig falschen Vibe, ne? Und er zu Hause bleiben soll, wenn das ist, was er anstrebt. Ja, das wird ihn jetzt aber nicht fernhalten. So. Die letzten langen Nachrichten von ihm hatten es ziemlich in sich. Er gab mir seine Telefonnummer, sagt, es ging hier um mehr als das eine. Wie soll er das denn wissen? Das kann er doch gar nicht wissen von so einem Videodate. Er könne meine Vorbehalte nachvollziehen, aber kein Mensch würde diesen weiten Weg fahren, wenn er nicht gute Chancen sehe. Das ist totaler Blödsinn. Das machen also erstmal sind, das machen ganz viele, glaub mir, die sonst vielleicht nicht so zum Zug kommen. Und sich nicht recht sicher sei, dass es passen könnte. Ja, also er ist sich, glaube ich, sicher, so wie du auch auftrittst hier, dass es Sex geben wird und das reicht ihm wahrscheinlich, ne? Ob er jetzt, also mal ganz ehrlich, wir sollen jetzt irgendjemand wissen, ob er mehr möchte, so, ne? Da muss man sich, glaube ich, mal live sehen, ohne dass da gleich so die Frage ist, ob wir jetzt mal zusammen übernachten oder so. Er ging in keinem Fall davon aus, dass ich ihn nicht gut finde. Er sei gut erzogen und werde mich nicht enttäuschen. Das kannst du ja nicht ernsthaft glauben, sowas. Ich meine, oh Gott, das würde ich würde sowas nie glauben. Also, woher soll er das denn wissen, ey? Er fände mich unglaublich heiß. Ja, das mag ja sein. Und glaube, dass wir total verrückt nacheinander seien. Natürlich könnten wir uns züchtig treffen, aber es ging auch anders. Bäm, das saß sein Selbstbewusstsein, was er schrieb, entflammten meinen Unterleib vollends. Ja, hätte ich jetzt richtig schön wuschig geredet, aber naja. Das war so gar nicht mit meinem sorgfältig zurechtgelegten Plan im Einklang zu bringen und so antwortete ich erstmal gar nicht, haderte den gesamten nächsten Tag mit mir, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Ja, und da muss man mal einen Kopf einschalten und muss ich einfach mal sagen, sorry, ich kenne den nicht, das ist super gefährlich. Der kommt auf. Also ich würde sogar so ein Date schon gar nicht mehr machen, weil mir es einfach zu frontal, schlüpfrig, nicht, dass da irgendwas dran falsch wäre, wenn man das sucht, ne? Das versteht mich jetzt nicht falsch, ne? Vielleicht ist es heute auch so üblich. Aber warum, weiß nicht, mal ganz ehrlich, so ein jemand, der einfach so frontal auf Richtung Sex unterwegs ist, den findest du auch in deiner Stadt. Und da muss halt mal diesen ganzen Trara nicht irgendwie mit, dass er dann sagt, oh, ich kann es aber nicht mehr nach Hause fahren und es gibt leider keine Hotels, die haben die Aliens alle entführt und das braucht auch kein Mensch irgendwie, ne? Das, was da für ein Druck entsteht, wenn er da so weit anreist. Und ich würde nie. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man schon Online-Dating macht und hat diese große Auswahl, dann auch, muss das doch nicht so weit weg sein, ey. Das würde ich nicht machen, ne? Am nächsten Abend, 26 Stunden nach seiner unbeantworteten Nachricht, verabschiedete er mich, während ich gerade eine lange Mail an ihn verfasste. Oder ein Wort bei Parship. Ja, aber dann weißt du doch, was hier Sache. Also kann ich nur sagen, gut, dass du gewartet hast so lange, weil das ist, was übrigens viele gesunde Frauen unbewusst machen, dass sie einen Mann warten lassen, um zu gucken, ob er seinen Shit zusammen hat. Und dieser Typ hat seinen Shit überhaupt nicht zusammen, gar nicht. Ne? Und gucken, ob er dann komisch wird. Also kann er seine Bedürfnisse mal aufschieben. Und dafür warten viele Frauen und antworten auch nicht gleich, um das rauszukriegen. Und diesen Test hat er leider nicht bestanden. Was meinst du, wie der rumdrängeln würde, wenn du sagst, ich will mal nicht mit dir schlafen und dann sitzt er bei dir auf der Bettkante? Ja, viel Spaß damit. Also du bist echt, musst echt, wenn du online datest, musst du echt über dein Sicherheitssystem nachdenken. Und weil, wenn du das so weitermachst, bist du echt auf dem gefährlichen Weg, ey, wirklich. Könnt ihr mal schreiben, was ihr so dazu denkt, aber ich finde, das stehen mir so ein bisschen die Haare zu Berge, sag ich mal. Ich wünsche euch allen, wirklich allen erdenklichen Spaß, aber für mich ist das erstmal super klar, dass er nur auf Sex aus war. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, letztlich geht es ja im Dating auch irgendwo um Sex. Und aber die ganze Art, wie er sich hier verhält, ist so klassisch Bad Boy-mäßig und nicht auf eine gute Art so, ne? Weil ein Bad Boy, der Wick, also ein sozusagen guter Bad Boy, würde ich doch nicht, nur weil du meinen Tag nicht geantwortet hast, da löschen irgendwie. Der ist da einfach viel zu cool für und hat schon dreimal die Welt gerettet in der Zeit. Ey. Also. Konnte dem Drang nicht widerstehen, noch zwei Nachrichten zu schicken. Leute, läuft nie, nie, wenn euch jemand löscht, nie nochmal schreiben. Nie, 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 nie. Kommt nur Müll raus. Was soll denn dabei rauskommen?
Willst du ihn jetzt ernsthaft jetzt nochmal treffen? Nein, dann brauchst du ihm auch nicht schreiben. Willst du noch irgendwas klären? Ja, dann haut er, dann sagt er, du bist irgendwie so eine komische Zicke. Braucht kein Mensch. Bin ehrlich, lösch, sein Pech. Noch zwei Nachrichten zu schicken, eine kurze SMS. Lösche dann auch gleich alles, Nachrichten, Telefonnummer. Was habe ich an der nächsten Nachricht am nächsten Vormittag über Skype? Noch eine Nachricht. Sag mal, was ist mit dir los, ey? Wieso schreibt, wieso gibst du dir noch so eine Macht? Mein Gott, du bist auf Parship, da sind irgendwie mehrere Millionen Männer. Ey, lass den doch, echt. Ich sagte ihm, dass die Anziehung meinerseits auch vorhanden gewesen sei. Ja, das wird er schon gemerkt haben. Das ist doch einfach nur ein bescheuertes. Entweder ist er bescheuert beleidigt oder ist ein bescheuertes Spielchen. Ey, lass bloß die Finger von dem, ey, wirklich, ey. Dann stalkst du den noch auf Skype. Mach doch sowas nicht, ey. Ist seine Entscheidung aber respektiere. Also, nee, was sag mal. Hast du geschrieben, was du deine Reaktion total daneben findest? Ja, das ist auch so klar. Das brauchst du ihm nicht schreiben. Ich seine Entscheidung aber respektiere. Ja, auch das braucht man nicht schreiben. Und ich ihm alles Gute wünsche. Nee, du willst ja eine Antwort haben, sonst würdest du ihm ja nicht schreiben. Also, das ist einfach Quatsch. Jetzt geht mir natürlich viel durch den Kopf, denn ich fand ihn toll. Also, da musst du wirklich an dein Liebeship mal schrauben. Warum findest du jemanden toll, der so eine scheiß Nummer abzieht, bevor ich überhaupt gesehen habe? Ist total toxisch. Für mich hat es sich von der Dynamik her mit Zug auf Dating-Polarität erstmal richtig angefühlt. Ja, und wenn die Polarität reichen würde, dass Beziehungen gut werden, dann könnte ich meinen Kanal gleich einstampfen. Ey. Ich merke einfach, dass ich den Drive raus habe. Okay, aber also den Dating-Drive hast du noch nicht raus. Vielleicht hast du raus, ein Gespräch zu gestalten, dass es eine polare Situation gibt. Okay, aber da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob man Online-Dating jemals beherrschen kann, ehrlich gesagt. Dass ich den Drive raus habe, treffe allerdings eher selten Männer mit genügend Selbstbewusstsein, mit denen es matcht und scheitere dann trotz beiderseitigem Interesse am Übergang zu mehr. Ja, das ist ja eine ganz andere Frage, weil die stellt sich hier ja gar nicht. Einmal gab es diesen Mann, dem ich begegnet war, der ein Hotel buchte, sich ins Auto setzte um 500 Kilometer. Also kein Mann, der wirklich selbstbewusst ist, also mal ganz ehrlich, fährt für ein Online-Date 500 Kilometer. Warum? Weil er auch in der Stadt X Frauen haben könnte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, für mich hat das was Verzweifeltes, für ein Online-Date 500 Kilometer zu fahren. Okay, wenn man sich jetzt aus irgendwelchen Gründen monatelang gechattet hat, was man ja auch nicht machen soll, aber es gibt irgendwelche anderen Gründe, man kennt sich vielleicht doch, oder ich will nicht sagen, dass es nie Sinn macht, aber für so ein scheiß Online-Date hat für mich was fast Verzweifeltes und es hat für mich überhaupt nichts mit Polarität zu tun. Ne? Gut, er hat dieses Gespräch jetzt irgendwie ganz sexy gestaltet, aber es gibt Menschen, die können das, weil sie den ganzen Tag nichts anderes machen. Also ich bezweifle auch, dass er so eine Datingpause hatte. Das hört sich für mich überhaupt nicht so an. Dafür wirkt es zu glatt und ja. Für ein abendliches Date mit mir, irgendwas war komisch gewesen und da, ich dachte, der ist schon recht vorsichtig. Als er mir am Mittwochmorgen schrieb, dass er jetzt freudig unterwegs sei für das Date, da gingen bei mir alle Alarmglocken an und ich schickte ihn wieder nach Hause. Ey, was haben wir, aber mal ganz ehrlich, was machst du denn hier? Ich sag mal, du kannst ihn doch nicht antanzen lassen und dann muss er auf der Mitte wieder umdrehen. Also, ich meine, kannst du natürlich machen, wenn du ihn nicht sehen willst, aber ey, da wäre ich anstelle dieses Manns auch total abgeführt. Da wäre ich, da würde ich aber sofort eine Nummer löschen. Das kann ich dir aber sagen, ey. Oh. Zurück zum aktuellen Fall. Ich frage mich, wo hier der Hund begraben liegt. Ich glaube, du musst mal echt richtig überlegen, was du eigentlich willst. Um was du eigentlich machst und um wie eigentlich dein Liebeship bestückt ist. Also, weil hier, das ist echt Chaos. Wirklich. Ja. Ging es ihm nur um Sex? Ja, klar. Aber um was geht's dir? Weil, wenn du, wie gesagt, ich hätte jetzt auch gedacht von diesem Opener, dass es hier nur um Sex geht. Und ich hatte recht mit meiner Einstellung. Es hat durch meine Haltung die richtige Aussortierung stattgefunden. Ja, das schon. Oder es ist nur meine Angst, die mich im entscheidenden Moment bremst, weswegen ich das Ganze so verbissen sehe. Also beispielsweise den Sex erst in der Beziehung stattfinden zu lassen. Also du gibst völlig uneindeutige Signale hier, weil du hast ja das Signal gegeben, könnte doch vielleicht vorher passieren. Dass es nicht gleich beim ersten Date passiert, ist ja eh klar. Ja, dann hättest du gar nicht drüber nachdenken müssen, diesen Typ da in deine Wohnung zu lassen, wenn das eh klar ist. Also ich glaube, du bist da nicht klar.
In dem Fall wäre es ja das zweite gewesen. Nein, ein Video, der zählt da nicht. Gut, ich glaube, die anderen Fragen können wir uns mal sparen, ne? Ich glaube, du musst dich da echt mal ein bisschen glatt ziehen, was du eigentlich willst, und da mal einen kleinen Plan machen, auf deine Sicherheit achten, gucken, wie du eigentlich so, was für ein verlässlicher Datingpartner du so bist eigentlich, warum man unbedingt online daten muss, warum man, okay, meinetwegen mache es, warum man unbedingt dann Leute daten muss, die durch die halbe Republik entfernt wohnen. Ich weiß es nicht. Also ich finde das keine klare Strategie hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da muss man sich über Weiteres, glaube ich, erstmal gar keine Gedanken machen, so. Und vielleicht bist du auch, hatten wir ja gerade so ein paar Videos, vielleicht bist du auch zu sehr auf Pizza und Pommes unterwegs. Aber das würde sie im E-Mail sprengen, da musst du es vielleicht mal Modul 4, Modul 1 vielleicht mal machen. Weil irgendwie ist mir das zu viel, so Fokus auf die Anziehung und Chemie so. Ja, alles klar. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.